Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber wenn Sie meine Herren glauben, sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Ah, Monke. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an. Verrat! In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. Ich hätte gut daran getan! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Was hat er daraus gemacht? Mein Führer, sind Sie einverstanden? Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Ich melde, der Führer ist tot. Fegerei! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir! Unter allen ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? An meiner Person! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Verrat! Dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Ich will sofort zum Bericht! Ich hätte gut daran getan, um darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Verrat an meiner Person! Verrat!